Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir uns ein Tool angucken, welches dazu dient, eure Daten wiederherzustellen oder eure Daten auch zu retten. Denn wer kennt es nicht, es gibt den Papierkorb unter Windows, der euch ja davor bewahrt, Daten zu löschen bzw. gelöschte Daten nicht wiederherstellen zu können. Ihr packt das Ganze in den Papierkorb, so wie ihr das hier seht, und dann könnt ihr diese Datei in unserem Fall aus dem Papierkorb ja wiederherstellen, aber ihr habt natürlich auch die Chance bzw. müsst irgendwann diesen Papierkorb leeren. Und wenn das einmal geschehen ist, sind die Daten theoretisch erstmal weg. Praktisch lassen sie sich natürlich wiederherstellen. Ja, und ein Tool, welches ihr dafür nutzen könnt, ist von Tenorshare 4DDIG. Ich vermute mal, so soll es heißen. Windows Data Recovery. Das ist ein Tool, welches nicht nur für Windows gibt, sondern auch für den Mac. Und damit könnt ihr eure Daten sehr einfach wiederherstellen, sofern sie durch verschiedenste Aktivitäten oder Herausforderungen verloren gegangen sind. Es gibt eine kostenlose Testversion für diese Software und auch eine Kaufversion natürlich. Die kostenlose Version finde ich immer sehr gut. Bei Datenrettungssoftware ist das super wichtig, damit ihr erstmal gucken könnt, ob überhaupt eine Datenrettung möglich ist. Wozu ist das Ganze gedacht? Für verschiedenste Szenarien, also gelöschte Dateien, versehentlich formatierte Laufwerke, für verloren gegangene Partitionen oder gelöschte Partitionen, für externe Geräte sowie einen USB-Stick oder eine SD-Karte, abgestürzte Computer könnt ihr damit wiederherstellen und auch RAW-Dateien, wobei das Thema Dateien eigentlich noch ein ganz anderes ist, denn hier werden zwar 1000 Dateitypen angegeben, aber vom Grundsatz her könnt ihr eigentlich fast jedes Dateiformat wiederherstellen und zwar egal, ob ihr irgendwie bei Outlook zum Beispiel noch mit PST-Dateien arbeitet oder mit Message-Dateien oder aber ob ihr andere Formatdateien habt, die eigentlich schier unendlich in alle Richtungen gehen oder aber auch wie in unserem Fall hier eine Videodatei im MP4-Format, dann kommt hier noch sehr viel Werbung. Es ist auch noch eine Datenrettung mit involviert, also sprich, sorry, nicht eine Datenrettung, sondern eine Videoreparatur, sprich ein Video, was vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung ist, lässt sich damit wiederherstellen. Dann zeigt der Hersteller hier nochmal, wie die verschiedenen Schritte sind, aber das braucht ihr euch gar nicht angucken, weil das gucken wir uns jetzt gleich nochmal zusammen an. Und dann sei nur gesagt, es funktioniert unter Windows, unter allen gängigen Versionen, mit allen gängigen Dateisystemen. Deutsch ist übrigens auch mit dabei als Sprache, also sprich neben verschiedenen anderen Sprachen gibt es auch Deutsch. Und es lassen sich verschiedenste Speichergeräte wiederherstellen, so übrigens auch NAS. Also ihr könnt von eurem NAS durchaus auch Daten wiederherstellen. Das kann ja gegebenenfalls vielleicht, wenn ihr da sichert, durchaus auch mal eine Option sein, dass ihr das dafür einsetzt. Und damit sind wir auch durch und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in die Software. Ja, und dazu habe ich hier mal so ein kleines Setup aufgebaut. Also ihr seht hier den USB-Stick oder kann auch eine SD-Karte sein oder irgendwas anderes. Ob Bilder, ob Videos, habt ihr vorhin gesehen, spielt keine Rolle. Hier auf diesem USB-Stick war vorher die vorhin schon gesehene MP4-Datei, die jetzt allerdings gelöscht ist. Jetzt sehen wir, dass die Datei nicht mehr da ist und sie ist auch nicht mehr im Papierkorb, sprich theoretisch wäre sie jetzt erstmal nicht mehr verfügbar, aber jetzt kommt natürlich unsere Software zum Einsatz, die uns die Möglichkeit gibt, die Daten von eben jenem USB-Stick oder halt, wie gesagt, es kann auch eine Festplatte sein oder ähnliches, das seht ihr jetzt gleich auch nochmal, entsprechend wiederherzustellen, denn hier seht ihr, alle verfügbaren Datenträger sind hier gescannt worden, zum einen natürlich die Festplatte als auch der USB-Stick, ihr könnt auch bestimmte Ordner auswählen und so weiter und so fort, wenn ihr Konkreteres wisst und ihr könnt auch euer NAS nochmal verbinden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Auch das lässt sich hier mit einbinden, sodass ihr davon Daten wiederherstellen könnt. Für uns ist jetzt natürlich das Relevanteste, dass wir uns einmal dem USB-Stick widmen, denn da habe ich ja die Datei gelöscht und möchte die jetzt mit euch gemeinsam einmal wiederherstellen. Achso, genau, dann an der Seite sei noch gesagt, dass es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, zu wiederherzustellen neben dem USB-Stick, erweiterte Wiederherstellung von abgestürzten Systemen und so weiter und so fort. Jetzt seht ihr hier, ich habe schon mal vorhin getestet, ob es funktioniert, das heißt, da konnte ich den Scan-Vorgang schon mal wieder fortsetzen, wollen wir aber nicht machen, sondern starten einmal neu. Jetzt könnt ihr hier die Formate auswählen, denn nachher in der Auswahl wollen wir jetzt ja ganz konkret nur ein Video auswählen, sprich wir wissen, was wir wiederherstellen wollen. Dann gehen wir einmal auf Weiter und sehen dann, dass links unten in dem Bereich der Scan-Vorgang jetzt beginnt. Je nach Größe des Datenträgers und je nach Schnelligkeit des Datenträgers und je nach vorheriger Bespielung mit Daten kann das natürlich unterschiedlich lange dauern. Ihr seht aber hier schon, dass die ersten Dateien schon wieder auftauchen. Das Gute ist, wenn ihr relativ kurz relativ kurz nach eurer versehentlichen Löschung seid, sprich noch nicht viele Daten drüber geschrieben sind,
Dann habt ihr zum einen natürlich den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten wiederhergestellt werden können, relativ groß ist. Zum anderen funktioniert aber dann auch die Schnellsuche ganz gut. Also sprich, die Daten, die über diese Schnellsuche gefunden werden, könnt ihr jetzt schon auswählen, sodass ihr da relativ zügig auch in die erste Auswahl von Daten reingehen könnt und eben nicht warten müsst, bis hier die vollen 100% abgelaufen sind. Wenn man Daten komplett wiederherstellen möchte und da wertvolle Bilder und so weiter dabei sind, dann stört einen sicherlich nicht, dass das jetzt hier ein paar Minuten dauert, bis es gescannt ist. In unserem Fall möchte ich natürlich mit euch jetzt relativ zügig dann auch in die Datenwiederherstellung gehen. Und aus dem Grund warten wir jetzt auch nicht ab, bis hier 100% steht, sondern wir gucken jetzt einfach mal rein, ob gleich bei den gelöschten Dateien schon unsere gesuchte Datei auftaucht. Und ihr seht, hier sind relativ viele Dateien mal drauf gewesen und auch die von uns gesuchte Datei, die wir hier unten haben, die wir jetzt wiederherstellen könnten. Aber ich will euch noch kurz was anderes zeigen, denn wenn ihr jetzt nicht sicher seid, ob das die richtige Datei ist, gerade bei kryptischen Dateinamen ist das ja immer so ein bisschen schwierig, habt ihr hier eine Vorschaufunktion, klickt ihr einfach drauf und dann sehen wir hier in unserem Fall, es ist die korrekte Datei aus einem meiner alten Videos, die ihr hier verwenden könnt. Das ist auf jeden Fall die richtige. Dann gehen wir hier unten einmal auf Wiederherstellen und können dann diese Datei auf unserem Rechner einmal wiederherstellen. Was ganz wichtig ist zu wissen, denkt immer dran, stellt die Datei nicht auf dem Laufwerk her, von dem ihr sie quasi wiederherstellt. Also sprich, wenn ihr jetzt in unserem Fall vom USB-Stick, wir werden jetzt die richtige oder die gelöschte Datei nicht wiederherstellen auf dem USB-Stick, sondern auf der lokalen Festplatte. Das macht auch Sinn, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass ihr mit Lese- und Schreibvorgang irgendwas überschreibt. Deswegen, wir stellen es jetzt mal hier auf dem Desktop wieder her und dann seht ihr hier, es hat geklappt und wir sehen jetzt auch schon links unten auf meinem Desktop hier einen Ordner, in dem sich dann diese Datei unter dem Pfad auch befindet. Und wir machen sie jetzt nochmal auf und ihr seht, die läuft ganz normal an. Also sprich, überhaupt kein Problem, das läuft und da haben wir die Datei jetzt auch schon wieder hergestellt. Also, ihr habt gesehen, super einfach. Die Software, diese Data Recovery Software ist auf jeden Fall eine Option, wenn ihr gelöschte Daten habt. Gibt noch ganz viele andere Anbieter, aber eine, der auf jeden Fall sehr gut und einfach funktioniert, ist halt eben 4DDIG. Wenn ihr Bock habt, guckt euch das Ding mal an, es ist kostenlos. Checkt aus, ob das was für euch sein könnte und vor allen Dingen, ob eure Daten damit wiederhergestellt werden könnten. Und für den Fall, dass ihr mehr Daten wiederherstellen wollt oder noch Support braucht und so weiter und so fort, gibt es auch eine kostenpflichtige Variante. Aber ich habe euch ja vorhin schon gesagt, checkt auf jeden Fall als allererstes mal aus mit der kostenfreien Variante, ob das Ganze funktioniert. Und wenn ihr dann Bedarf habt, könnt ihr natürlich auch immer noch überlegen, da in die kostenpflichtige Variante zu wechseln. Da geht es ab 46 Euro, seht ihr ja hier los, bis auf 99 Euro hoch. Muss jeder nach seinem Bedürfnis und schauen, ob das was für ihn ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer am Ende: Alexa, Kamera aus. Okay.